Oder wird das von den Lieferungen dann nicht abgezogen? Doch, ich glaube schon. Das wäre ja Quatsch. Ja, zweimal. Ich meine, 2000 haben wir nur bekommen, aber auch zu Recht. Ja, ihr wollt jetzt hier erstmal meckern, ne? Wenn wir hier erstmal die Lieferungen abschließen. Den Eisschutzmantel bekommen, der uns natürlich an sich nicht so viel bringt. Wunschliste. Ja, wir brauchen noch zwei. Ich hatte mir gedacht, dass das abgezogen wird. Aber ist ja auch nur vernünftig so. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht abgezogen werden würde. Einmal machen wir den jetzt noch, danach machen wir eben erst die Pause. Und dann machen wir das, was ich im Titel verspreche. Wir gehen hier in die Heimat der Ältesten. Fahren mal ein bisschen Zeugs. Hoffentlich schnell und gut. Hoffentlich finden wir den Fisch auch. Dann gehen wir zum Schmied und dann lassen wir uns schön und entspannt halt, nee, erst wieder unter optionale Quest gucken, falls irgendwo wieder eine neue Arena-Quest ist. Die ich noch nicht hab, nee, ist noch nicht, gut. Also die ist ja abgeschlossen hier, die Quest, ne? Hoppala, okay, ich möchte Quest bekannt machen. Und zwar eine Untersuchung, bitte. Vielleicht ist das besser, weil. Wir. Und die gibt auch mehr Geld? Warum gibt die auch mehr Geld? Ja, wir machen die hier, weil die hat silberne Belohnung und ich glaube. Dass die Lederhaut eine silberne ist. Guck mal, das gibt auch so viel Geld, da benutzen wir ruhig auch mal so einen Gutschein. Und wir haben den Vorteil, dass wir den Zeitdruck nicht haben. Und ich kann zeigen, dass ich auch gegen den Paulumo kämpfen kann, vernünftig. Ja, du kannst von mir aus gerne erstmal ein paar Spuren hinterlassen. Wir haben nämlich jetzt ja. Ach komm, ist egal. Kein Bock zu warten. Gebrochene Teile sind, glaube ich, aber auch Forschung, ne? Also müssen wir gucken, dass wir ihm auch Teile brechen. Ach Mann. Wie entdeckt? Verarschen, ich bin weg. Tschüss. Okay, ich bin nicht weg. Ich sehe mich nicht. Wo ist der andere hin? Ich hasse dieses Basil-Ding, da kann das nicht einfach. Das kann einfach auf ewig verschwinden.
Wie komme ich hier weg? Ja, ich will nicht mit dir kämpfen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich finde, es gibt keinen schlimmeren Gegner als dieses Basil-Ding im Moment. Das ist einfach. Ich will mich stundenlang drüber aufregen. Ja, hi. Ja, du denkst wahrscheinlich auch, es gibt keinen nervigen Gegner als mich, ne? Ja, verständlich. Zugegeben, kann ich gut verstehen. Andererseits bin ich auch ein ganz netter Gegner, weil ich fuchtel ganz gerne einfach nur so in der Luft rum. Ohne was zu treffen. Oh, jetzt kommt auch noch die Sonne raus hier. Aber das ist nicht schlimm. Ups. Ja, gut, okay, dass er mich da trifft, war vorauszusehen. Hat der geschlafen? Warum bekomme ich eigentlich bei der Sichtung von manchen Monstern Forschungspunkte und bei der Sichtung von anderen Monstern nicht? Oh, hier sind welche gestorben. Das ist nicht doof, aber vielleicht bekomme ich Fluglederhaut plus. Da bin ich ehrlich, die nehme ich immer gerne mit. Die ist sonst mühselig zu farmen, finde ich. So, und jetzt hinterher. Okay. Ich weiß immerhin, wo er jetzt ist. Das ist schon mal gut. Ich würde gerne so langsam mal was brechen hier. Ich brauche nämlich die blöde Forschung. Also die schöne Forschung von dem brauche ich ja auch noch.
Ja, natürlich. Ey, kaum entscheide ich mich dann doch mal, ja, ich stelle mich mal unter denen, damit ich ihm wenigstens ein bisschen Schaden mache. Natürlich ist er genau dann in dieser Attacke, ne? Lass mich doch dein Material einsammeln, bitte. Viel, viel besser, ja. Ja, dieses Basil-Ding kann man auch immer noch mal analysieren, die Fußspuren, ne? Da brauche ich ja auch die Forschung früher oder später. Ja, der Kampf wird auch lustig, ja. Das ist okay. So, ich brauche noch zweimal Pilz. Die könnte ich doch jetzt eigentlich bekommen, oder? Also ich würde sagen, das ist doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man den Pilz bekommt. Ich gebe zu, ich finde das Nest von dem eigentlich auch ganz cool, weil das so separat ist. Auch wenn ich zugegebenermaßen es ein bisschen nervig finde, da immer hinzulaufen. Ja, das war ja mal eine Verschwendung hier von Auftakt. Ja, bei der Attacke gibt es den ganz einfachen Trick, einfach auf die Karte zu achten. Dann sieht man, von wo er kommt. Als ob dieses Basil-Ding selbst in dem Nest von dem Haus, ey. Ich glaube, es ist wieder weg, ne? Ja, viel besserer Kampf gegen ihn hier. Ja, er deutlich sauberer gespielt. So macht man ihn wirklich fertig. Und ich glaube, wir haben auch die Viertelstunde nicht überschritten. Jetzt brauchen wir nur noch Pelz. Na, ja,
Flügel ist auch okay, aber wir brauchen eigentlich Raum. Ich will nicht Schleudermunition, ich will. Ich möchte den Guten hier ernten. Sag mal, das Spiel möchte mich doch absichtlich fertig hier, oder? Dreimal Flügel bekommen. Was soll ich mit dem blöden Flügel? Ich brauche Pelz, zweimal. Vielleicht habe ich eine Belohnung Glück. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, aber vielleicht habe ich Glück. Ja, Pelz, ja, okay, das reicht. Ich habe Glück. Ich glaube, wenn die schon wieder nur Flügel wären. Was soll man denn mit so vielen Flügeln? Braucht man die Flügel für irgendwie noch was anderes? Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre es noch schön, wenn wir den noch auf Stufe 6 bekommen hätten, irgendwie. Weil wir dieses Monster ja noch nicht auf Stufe 6 hatten. So, jetzt gehen wir einmal direkt zur ökologischen Forschung. Denn die haben wir jetzt auch fertig. Bestätigen. Ich möchte mir das einmal angucken, natürlich hier, damit das nicht jedes Mal da ist. Ja, wir haben ihn auf Stufe 6, das ist sehr gut. Damit haben wir nämlich. Mich hat es nicht gewundert, wenn ich so drei Edelsteine bekommen hätte. Damit haben wir nämlich jetzt alle Monster, die wir auch schon gefarmt haben, auf Stufe 6. Der Legianer ist kurz davor, den haben wir noch nicht mal angefangen zu farmen. Das ist sehr gut. Wer ist denn der Stufe 3? Der Raphalos, ja, das wird noch. Das wird noch lustig werden. Der Kirin auch. Die hoch zu pushen auf Stufe 6, das wird ein bisschen dauern. Ihn hier können wir nur auf Stufe 4 haben. Und ich meine, wir haben. Warte mal. Kann man das nicht hier auch nachgucken? Forschungsstufe, ja, genau. Hier 4 Stufen gibt es bei dem auch nur. Das ist also schon mal erfüllt. Wie wir die Spähkäferstufen erhöhen, weiß ich nicht. Das machen wir aber auch nicht. Also darauf kommt es mir jetzt nicht so an. Sondern wenn ich das so sehe, alle Stufe 6 ist sehr schön. Kurz davor. Vielleicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, wie man die jetzt groß erhöht, ne? Weil wir sind hier schon Stufe 6. Wir haben also schon oft gegen den gekämpft. Wie wird da jetzt auf. Wahrscheinlich einfach gegen die kämpfen, ne? Ja, hier sind da so ein paar Leute, haben wir hier auf jeden Fall noch. Die haben alle nur Stufe 4, weil die alle nur hochrangig sind. Das finde ich gut. Kirin, keine Führung momentan möglich, aber da kommen auch nur noch 3 dazu. Da, nee, finde ich gut. Sehr, sehr schön. Besondere Untersuchungen haben wir herausgegeben. Das wird noch untersucht. Das ist aber auch klar. So, an der Stelle möchte ich bitte einmal kurz in die Pause gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin mir nicht sicher, wie lang die Pause wird. Das können so, ich sag mal, es könnten so zwischen 3 und 10 Minuten alles sein. Je nachdem, wie lange ich brauche. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich! Und nach der Pause gehen wir dann in die Heimat der Ältesten.